Ja, moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe wieder eine neue Blu-ray, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar geht es heute um den Action-Mega-Blockbuster Pacific Rim. Ja, und ich habe hier das Amazon Exklusiv 3D Steelbook und bevor es losgeht, zeige ich euch hier ein kleines Unboxing und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ja, und da ist auch schon das schöne Steelbook von Amazon hier in 3D natürlich. Das Ganze sieht so von vorne aus. Wir haben hier also eine matte Oberfläche. Ein bisschen glänzend ist das auch nochmal. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut erkennen kann. Also eine Mischung aus beiden. Dann sieht das Ganze so von der Seite aus. Ja, genau. Und von hinten haben wir hier ein Backpaper natürlich. Hier mit den ganzen Specials und den ganzen technischen Daten. Dann entferne ich das mal eben. Dann gucken wir uns das mal von hinten an. So. Ja, und so sieht das Ganze von hinten aus. Ein sehr, sehr cooles Motiv, muss ich sagen. Von diesem Kampfroboter finde ich richtig gut. Und so sieht das Ganze von vorne aus, ohne Backpaper hier und ohne FSK-Logo. Und dann mache ich das Ganze mal hier auf. Genau, also hier sind noch ein paar Karten drin. Sind allerdings sehr kleine Karten. Mache ich erstmal die Karten auf, dann können wir uns die mal angucken. So. Irgendwelche Sammelkarten, genau. Ja, von den einzelnen Roboter aus den ganzen Ländern. So sieht das Ganze von hinten aus. Ja, und hier haben wir die digitale Kopie, die drehe ich jetzt nicht um. Und dann habe ich hier nochmal meine selbstgemachten Karten. So, die finde ich echt cool, die Motive. Zack. Zack. Und zack. So, das packe ich jetzt erstmal zur Seite. So, ja, und wir haben hier also drei Discs. Einmal die 3D-Variante, die 2D-Variante und dann haben wir noch eine Disc mit Specials. Und zwar die, ja, die Gestaltung der Disc finde ich auch sehr gut, gefällt mir gut. Und dann mache ich das Ganze mal hier ab und dann gucken wir das Motiv von innen. Also das Innenmotiv sehr, sehr, sehr geil. Also das ist, finde ich, richtig, richtig gut und finde ich auch sehr gut, dass das in Farbe ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt am Video so gut erkennen kann, aber ist auf jeden Fall mit Farbe und einfach nur gigantisch, wie beide da vor der Brücke stehen und sich da angucken und bereit sind zu kämpfen. Finde ich sehr, sehr gut und das Steelbook lohnt sich auf jeden Fall. Kostet bei Amazon rund 35 Euro. Es gibt allerdings auch noch eine Saturn-Variante, die auch sehr, sehr gut aussieht. Ich habe auch echt überlegt, erstmal die zu holen, weil die mir vom Motiv vorne irgendwie ein bisschen besser gefällt. Dann habe ich mich allerdings doch für diese entschieden, weil der Film ja in 3D sehr, sehr gut sein soll und irgendwann, wenn ich 3D habe, habe ich den dann auch in 3D. Ja, der Film kam am 18.07.2013 und ist seit dem 22.11.2013 überall auf DVD und Blu-ray erhältlich. Der Film lockte damals über 500.000 Zuschauer in die Kinos und spielte in Deutschland über 4,8 Millionen Euro ein. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und geht 131 Minuten. Regie führte hier Guillermo del Toro. Ja, und kommen wir zu den technischen Daten und den Extras auf der Blu-ray. Wir haben hier jede Menge Bonusmaterial drauf. Da freue ich mich schon richtig drauf. Da wären unter anderem Features, ein detaillierter Einblick in das Design der Kaijus, der Jäger, Set, Stunts sowie die Kreation von Sound und Effekten, ein Einblick hinter den Kulissen des Films und seiner Mythologie. Außerdem ist da das Notizbuch des Regisseurs, die digitale Kunst in Pacific Rim und vieles mehr. Wir haben hier dann auch nochmal einen deutschen
7.1 NF Sound. Ich weiß jetzt nicht genau, was NF bedeuten soll. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Mich würde es interessieren. Dann haben wir auch natürlich jede Menge Untertitel und ja, das war's dann auch schon. Ja, und kommen wir zur Geschichte des Films. Die Menschheit ist dem Untergang geweiht. Gigantische Monster, die durch ein Portal mitten im Pazifik von einer anderen Dimension kommen, legen die Welt in Schutt und Asche. Um sich verteidigen zu können, kommen alle Länder dieser Welt zusammen und bauen gigantische Kampfroboter namens Jäger. Die werden von zwei Piloten gesteuert, die miteinander verbunden sind, sodass beide Piloten eins werden und jeder weiß, was der andere denkt. Und somit liefern sich die Menschen einen gigantischen Kampf, um die Welt zu retten. Ja, und das war es auch schon zur Geschichte. Ich habe mir den Film damals im Kino angesehen mit einem Kollegen zusammen, in 3D natürlich. Und ich hatte hohe Erwartungen, da ich den Trailer vorher gesehen habe und hat mir außerordentlich gut gefallen. Habe ich mir den Film dann angeguckt und ich muss sagen, ich war wirklich hin und weg. Der Film hat mich so beeindruckt und begeistert. Allein die Effekte im Film waren bombastisch. Die Animationen der Monster waren richtig gut, genauso wie die Roboter. Und dann auch nochmal die Kampfszenen zwischen den zwei Giganten und das auf der großen Leinwand zu sehen, war wirklich beeindruckend. Ich war wirklich hin und weg. Also für mich ist dieser Film genau für die Leinwand gemacht. Solche Filme können ruhig öfters ins Kino kommen. Ich hatte auf jeden Fall meinen großen Spaß im Kino und habe mir gestern den nochmal auf Blu-ray angeguckt und ich muss zur Blu-ray-Qualität sagen, dass der Film einsame Spitze ist. Die Farben sind richtig schön knallig, die Schärfe ist bombastisch, also die Blu-ray lohnt sich hier auf jeden Fall. Und was auch noch richtig gut ist, ist der Sound im Film. Also bei mir hat die Erde gebebt und das war einfach so, als wenn man mittendrin gewesen. Und die 3D-Effekte, muss ich auch sagen, die waren auch sehr, sehr gut. Ich habe mir den im Kino in 3D angeguckt und im Kino war das richtig gut, diese 3D-Effekte. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf der Blu-ray ist, da ich keinen 3D-Fernseher habe. Habe mir allerdings doch diese 3D-Version geholt, weil irgendwann werde ich wahrscheinlich einen 3D-Fernseher haben. Auf jeden Fall sind die 3D-Effekte bombastisch. Man fühlt sich, als wäre man mitten im Film und einfach nur beeindruckt. Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt tun. Allerdings, wer jetzt hier so einen Oscar-reifen Film erwartet mit komplexen Dialogen und komplexer Story, ist hier auf jeden Fall auf der falschen Adresse. Den kann ich nur Leuten empfehlen, die auch auf sowas stehen. Die werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen und wer den Film nicht kennt, da verlinke ich euch den Trailer hier auf dem Plakat, könnt ihr euch den Trailer ansehen und dann war es das auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich gehe jetzt ins Kino und schaue mir Tribute von Panem 2 an, freue mich da richtig, richtig drauf und wünsche euch natürlich noch viel Spaß beim Filme schauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.